So. Hallo Steff, hallo Rimworld, hallo Zeug. So, muss ich wieder reinfinden. Es regnet übrigens. Und es ist immer noch nuklearer Winter, oder? Ja, nuklear, das ist vielleicht zu viel, sagt doch mal hier. Ich hatte hier die Häuser geplant. Hatte ich gerade jemanden, hatte ich gerade einen Gefangenen? Nein, habe ich nicht. Habe ich gerade vor allem meine Bewohner ein Haus? Habe ich nicht. Okay, gut. Hieran hat es vorhin gemangelt, an Material oder was. Aber das Prinzip ist das Zimmer schon geplant. Wir können eigentlich quasi hier weitermachen. So, und ich wollte hier noch eine dritte Kühlkammer bauen, weil ich wollte mein Dings hier auf minus 100 Grad bringen, oder nicht? So, und ich hatte mehrere Köche, allen Leuten jetzt. Sieht allen Leuten überraschend gut bis auf Goku, der alte Heulsack. Soaking Wet, wo ist er denn? Er ist doch drin! Na gut. Egal. So, ansonsten ist hier doch eigentlich. Ach genau, und ich kann mich sogar erinnern, ich wollte irgendeinen von den Typen hier. Chef. Ich wollte irgendeinen von denen mal ins Crafting bringen, genau. Deswegen hatte ich hier 10 Millionen Bögen in Auftrag gegeben, genau. Die hatte ich, glaube ich, aufs. Den reduziert, genau. Also nur Stin baut Bögen und das war der Plan. Ja. Dann wollte ich nämlich Crafting an den Typen steigern. Den. Ach ja, die Ernte steht an. Das ist nicht schlecht, weil unsere Vorratskammer ist ja nur halb voll. Da haben wir noch ganz wenig von den Bären. Das Ding ist, wir haben verdammt wenig Fleisch. Da wurde das alles weggekocht. Was besteht denn die Mahlzeit? Potatoes, Cornberries. Ich hab da hier noch die besseren Meals, oder? Corn, Panther Meat, Rice. Habe ich das echt alles schon weggekocht? Oder hat das der verdammte Hund gefressen? Warte mal, kann ich ja nicht in der Küche hier noch, Nee. Aber kann ich das hier herstellen, das Zeug? Kibbel kann ich machen, genau. Ich habe 50 Kibbel da. Wo ist denn das? Ach, da oben. Warte mal, dann muss ich mal kurz hier Shrink Zone. Ich mach das mal so. Warte mal. Sehr gespannt, wie ich jetzt die Zone hier mache. Aber ich mache jetzt mal eine Zone, die nur für das Kibbelzeug ist. Stockperson. So, genau. So. Shrink Zone. So, und dann ist das jetzt die Hundefutterzone. Bin eigentlich das Ding hier oben. Rename. Hundefutter. So, und da drin darf nichts erlaubt sein. Ist einfach gar nichts. Achso, doch, hier. So, außer Kibbel, genau. Dann machen wir den Kibbel hier raus von überall anders. So, und dann ändern wir die Hundezone um. Müsste erfolgt. Was? Warm Meat? Achso, das ist Warm Meat. Was ist Kibbel? Sag mal, ich hasse das, diese behinderten Boomerloops. Weißt du, statt rauszugehen, die scheiß Pflanzen zu essen. Nö, ich esse ein Feinmehl! Ich hasse diese Drecksviecher. Was soll denn das? Also wirklich, die sind sich zu fein, das echte Essen zu essen. Graswasser sind gar nicht erlaubt. So, warte mal hier. So, warte mal. Ich glaube, ich hab die Animals nicht. Ah. Warum habe ich denn jetzt auf einmal zwei Dingens? Das ist ja. Warte mal, Mensch, Areas, kann ich die hier umbenennen? Ich weiß bloß nicht, ob ich neues Kibbel herstellen kann. Was hat ein Kibbel gemacht? Fahren wir mal so rum. Details. Warte mal. Requires one nutrition. Raw meat and plants. Okay, also ich brauche dafür Fleisch. Oh, hallo Rock. Ich fing mal kurz in den Lauf fast ohne Stück bei mir. Aber die kannst du nicht runterstellen? Das ist sehr schade. Zumindest für die App müsstet. Also in der Telefon. Grüß dich, Rock. Ich hoffe, es geht dir noch gut und das ist, du hast keine Sorgen. Jetzt ist. Ich würde gerade erklären, dass es ein bisschen an Twitch liegt, weil es gibt eigentlich. Also gerade ein Spiel wie Rimworld ist sehr, sehr, sehr bitraten, unintensiv. Weil es halt statische Bilder sind, größtenteils, wenn ich gerade irgendwelche Sachen angucke. Das Problem ist. Boost King. Das Problem ist, dass das Twitch seit einiger Zeit keine variable Bitraten mehr möchte, damit es besser mit mobilen Geräten kompatibel ist. Und dann stattdessen immer eine. Ein Bug. Gibt es nichts anderes? Gibt es hier kein Fleischzeug mehr, was ich irgendwie töten kann? Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, denn hier gibt es noch Boomer Loops, aber. Ah, hier hinten hat es noch Lamas. Ich jage mal diese beiden.
Hey, ist gut, lange nicht gesehen. Ne, heute und auch gestern ist nicht runter. Ach, das ist doof. Ja, nee, dann mach dich so lange. Also das ist. Prinzipiell solltest du nur Pi eine Weile gucken können. Sind es 1 Megabyte die Sekunde? Naja, okay, nee. Das ist nicht lange. Also lass das mal lieber. Das, je nachdem, wie viel du hast, aber das würde deine weitere Freude. Ja, du kannst ja am Ende des Monats nochmal zulangen. Aber. Wie gesagt, so ein Spiel wie RimWorld sollte eigentlich sehr wenig Bitrate verbrauchen. Fakt ist aber, dass es trotzdem sehr viel Bitrate verbraucht. So. Man, hier wird hier brennende Büsche. Also wenn wir jetzt noch Kommandos von Gott brauchen, jetzt für die liegen hätte. Ich hätte echt nicht mehr viel Fleisch. Warum habe ich eigentlich so unendlich wenig Fleisch, also wirklich? Der ist 6 Kibbel pro Dings? Das hat echt viel. Das Ding ist, ich frage mich halt, ob ich diesen Yorkshire Terrier überhaupt weiter erhalten möchte. Was kann der? Was bringt denn der? Der kann nicht retten, der kann nicht Haul lernen, der kann nichts. Das scheiß Vieh kann überhaupt nichts. Der Terrier ist komplett sinnlos und nutzlos. Das Einzige ist, dass Fresel wahrscheinlich ein bisschen schlecht drauf sind, der Terrier stirbt. Wir schlachten das scheiß Vieh jetzt. So, den Gallery Mail. Ich habe diesen komischen, sinnlosen Fresser viel zu lange am Leben gehalten. Damit hören wir jetzt auf. Das ist ja nicht sinnfrei, also ich. Hier habe ich irgendwie Schießen bei meiner Bauteile. Ich habe noch 70 Bauteile. Ja, du fehlst uns wirklich Rock. Du wirst allseits vermisst. Ich glaube, ich baue mal hier ein paar Batterien nach für meine Nachversorgung. Research finish flak armor. Craft a metal armor steel into this build an explosion. This way the armor slows movement slightly. Hier, das ist gut. So. Dam. Beautiful refining brauche ich nicht. Fire foam boy. Oh ne. Long blades. Plate armor bringt mir auch nichts. Beer brewing. Nö. So, warte mal. Penicillin production. Blocks plaque. Malariant. Okay, das ist. Wake ups. Hütten, das Medizin-Production, okay. Wir wollen von euch das mal erforschen. Das kostet nicht viele Punkte und wir brauchen es auf jeden Fall für die Medizin. Denn es ist vielleicht gar nicht so schlecht, das zu haben. So, was ist denn hier aus dem Bauprojekt geworden? Das Bauprojekt ist durch. Ist der Raum hier geheizt? Ja. Wie sind hier so die Quartier von dem Raum? Hat das andere hier. So, der Raum ist 49. Warum ist denn der hier besser? Achso, hier stehen noch Pflanzen drin. Copy. Zack. So, die müssten ja genau gleich sein, oder? Wenn die ordentlich gereinigt sind. Gut, die großen Räume sind natürlich ein bisschen beeindruckend, ne? Aber ansonsten. Ju, dann zieht's den mal um. Ich finde es wirklich sehr schön, dass ich das. Ein schon langer Weg für ihn hier, ne? Das Problem ist, dass hier nirgends noch eine Tür drin ist in die Anlage. Vielleicht, dass Türen ja sowieso nicht keine echte Schwachstelle sind. Das ist ja an sich kein Problem. Oh, so ein Lama? Da kommt auch gut vielleicht rum. Kommt gleich das. Achso, warte mal, ich sollte vielleicht mit Stockperson 2 sagen, Kibbel ist an sich erlaubt. Und dass den. Scheiße, ich krieg das lange nicht angedrückt, oder? Doch, da war's auch was. Hier, warte mal, ich gebe das Ding hier einfach mal eine höhere Priorität. Important! Du müsstest das Kibbel jetzt erst da landen. Jo, jetzt haben wir zwar keinen Hund mehr, den Scheiß essen kann, aber egal. So, das heißt, wir können das ja nicht auch sparen. Ja, aber wir haben bestimmt wieder einen Hund haben. Ist hier drin jetzt kalt? Achso, ja klar, hier drin ist kalt. Und hier drin. Minus 4 Grad sind in der Küche. Die Küche wird auch nicht wirklich warm. Die Küche wird auch nie besonders sauber. Sag mal, er braucht 3 Zutaten um einen? Okay. Ist denn irgendwie nachtaktiv oder habe ich den einfach nur nicht. Eclipse? Okay, Eclipse hat begonnen. Ich müsste ja trotzdem noch Energie haben. Aktuell habe ich ja eigentlich. Dadurch, dass ich jetzt 3 Wasserkraftwerke habe. Kommt ja eigentlich ordentlich Energie. Warum regnet das ja eigentlich dauerhaft? Habe ich irgendwas verpasst? Foggy Rain, ja, wo kommt das her? Hier wird auch die Aktivität gemixt. Hey! Das ist ja gut. Besser als wenn sie sich länger da behalten würden. Ärgerlicherweise kann ich dich am 3. Oktober nicht mit einem Stream beglückwünschen. Da bin ich höchstwahrscheinlich nicht zu Hause. Er hat ein T-Shirt gebaut.
Wie sieht denn das T-Shirt aus? Kann das was? Ja. Hat er es instant angezogen? Ah, ne. Ne, doch, hat er hat es instant wieder angezogen, oder? Gear, plain dieser T-Shirt, no. Ne, das hat er gar nicht angezogen. Das da wird es auch nicht sein, weil das ist ja kaputt. Hä, warte, ne, es ist abgelegt. Was ist denn das hier eigentlich? Ach, eine Fuel Smithy. Na gut, dass ich sowas auf Vorrat halte. Boah. Was ist denn das T-Shirt hier? Ah, hier. Camelhide-T-Shirt. Normal. Okay, also Turtle ist mittlerweile in der Lage, normal qualitative Klamotten herzustellen. Das ist ja schon viel wert. Aber ist halt in Crafting halt immer noch mega schlecht. Also 5 ist halt echt nicht viel. So. Das Problem ist, dass Stin irgendwie den ganzen Tag nichts anderes macht als kochen. Das ist leider mein bester Koch. Aber ich finde es halt nicht gut, dass er... Wie kommt es eigentlich, dass es... Ach so, oh, guck, Find Me 20. Hey, es kocht. Das Ding ist, das heißt hier, Stin arbeitet hier nie am Bogen bauen. Den Dirt Trash. Mach mal, da habe ich ihm gesagt, dass er sauber machen mit Priorität. Auch noch. Ah, kein Wunder, dass dazu nichts kommt. Immerhin ist keine Arbeit zwischen meinen Leuten. Ach, ja. Hallo Tiox, grüße dich. So. Zack. Aber das ist so wie eine Neverending Story mit dem Essen, ne? Ja, kein Wunder, dass sich das Fleisch nur so schnell verbraucht. Kann ich das nicht irgendwie, keine Ahnung, in irgendwelchen Zuchttanks wachsen lassen, das Fleisch? Puh. Ich meine, auf Dauer ist das hier echt. Oh, da ist ein Herr. Hm. Wie schwierig jetzt. Ich könnte übrigens echt mal aufhören zu regnen. Das nervt gerade so ein bisschen. Das Silber hier können wir bauen. Was haben wir hier Schönes? Achso, das Plastil. Das Plastil habe ich. Wie habe ich denn jetzt? Ich habe 200 Plastil. Kann ich, glaube ich, einen Helm draus bauen. Oh. Oder gehen diese Lazien kurz hoch ins Blitz? Kannst du das hier sehen? Ja, tatsächlich! LOL! Okay, jetzt wäre ich ernsthaft interessiert, weiß irgendjemand, ob echte Solarzellen auch von Blitzen Energie ziehen können. Also ich würde vermuten, dass bestimmt, aber... Ich glaube, dass es da irgendwelche... Das Eclipse Ending, das ist ja schön. Dry Thunderstorm. Na, zum Glück regnet es gleichzeitig Foggy Rain, sodass der Dry Thunderstorm gar nicht mal so foggy ist. Reduce Accuracy Movements. Eine vulkanische Winter könnte echt mal aufhören. So, was ist denn jetzt mit meinen Batterien? Die sind alle voll. Dann können wir hier mal das. Warum habe ich eigentlich eine Natural Tendency, mit den Fraktionen alle negativ zu laufen? Aber dein Bild aus Afrika, den ich auch den Schnee stopfte. Wie viele Orte gibt es denn in Afrika, wo es schneit? Eigentlich nur oben auf den Bergen. Was macht da die Giraffe? Ich brauche mehr Hintergründe zu dem Bild. Sowas. Ist das hier der komische Tribe of... Nee, das ist die Black Spider Compra. Die sind mir komplett egal. Anton's Bandits. Anton's Bandits haben sehr schön viele Niederlassungen. Also, dieser Anton-Typ, der ist Polypyrester Forest. Diese Vinyl-Dings. Aruya Squabland. Also sind die Bilder immer nach irgendwelchen Kohlenwasserstoffverbindungen benannt? Hannalope. Nicht wirklich. End des Molnar. Die Namensfindung von den Orten ist ja schon sehr kreativ. Was? Old Vista Sheet? Was ist das hier oben? Holland. Das hier oben ist Holland. Schön. Dann Loran. Wie du hast. Ja, das hier ist komplett Holland. Es muss aber auch ein sehr harter Ort sein hier. Das Holland ist, sieht hart aus. Ah, der Rock ist weg. Na gut, der Schluckauf fängt wieder an. Achso, mit dem Internet. Na gut, warum mögen mich die Self-Ruling Federation of Kodder eigentlich nicht? Die müssten mich da... Ach, jetzt bewegen sich hier Sterne, ist ja noch verwirrender. Wo ist denn eigentlich das Raumschiff? Aber erstmal, erste Frage, wo bin ich denn? Vladislav Putin, irgendwie eine Stormy Recur. Lesser Flat. Was? Das ist ein Meer. Wie kann das nicht flach sein?
Also ich bin hier. Das heißt, das Raumschiff, wenn es denn existiert, aber ich glaube, ich habe das schon mal gekriegt, ich habe es weggeklickt, ist hier irgendwo. Da. Da. Landed Ship. Desert. Ah, klasse. Neben der Duya Faction. Warte mal, können wir mal gucken hier. Das? Wie viele Tage Reise ist das? Also, es ist nicht schaffbar in ein Ding. Obwohl, jetzt, wo die Leute noch was ernten zwischendurch, vielleicht eher noch. Wo ist denn hier? Da ist mein Ding. Ich bin natürlich genau auf der. Also, ich bin nicht genau auf der gegenüberliegenden Seite des Planeten. Aber es gibt da so ein paar kleine Wasserüberfahrten. Es würde nur 62 Tage dauern? Nur? Echt jetzt? Weil gehen wir einmal über den Nordpol? Nee. Dö. Ich meine, 62 Tage sind irgendwie 2 Jahre. Glaube ich. Ach, es geht aber durch richtig viel Wüste. Oh je, 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 je. Ha. Ich hab das letzte Mal schon mal versucht, oder? So eine Expedition zu machen. Ich müsste halt. Du brauchst halt große Tiere, die Sachen tragen können. Das Survival Meat. Inspired Surgery, Steph. Warte mal. Warte, Steph? Steph hat doch von Medizin überhaupt keine Ahnung, oder? Steph, du weißt nichts über Medizin, oder? Medical 8. Aber das wird ein. Next time she performs a surgery, her chance of success will be doubled. The small medium chance of failure still applies. Okay. So, jetzt ist es wie feucht. Ich brauche immer noch für, glaube ich, Turtle. Der hat, glaube ich, nur einen Arm. Er hat links nur einen Arm und rechts hat er gar keinen. Genau, so ist es. Er ist ein Manipulation. Boah, das ist doof, weil er eigentlich pflanzen soll. Also du kannst die Anzahl der Kolonien immer hochstellen. Das geht schon. Aber ich habe das gestern, also Alice, der hat, glaube ich, seinen Run jetzt wieder beendet, aber den gucke ich ja mal abends so nach dem Stream. Und der hat halt eine echt riesengroße Kolonie gehabt. Der hat dann halt den ganzen Balken hier oben mit Kolonisten voll. Und die Raids skalieren ja mit den Kolonisten. Der hat halt noch riesengroße Bauprojekte. Zwischendurch hat er irgendwie 3 oder 4 Kolonien gehabt und riesengroße Käferattacken, weil er halt im Berg wohnt. Und das war schon teilweise echt nicht mehr lustig. Also gerade die Käferattacken finde ich immer noch mega dumm. Dass die halt mitten in, wenn du halt in, ich meine, so eine Bergbar zu bauen, wäre ja so irgendwie eigentlich ziemlich cool. Man muss zwar viel Steinbau bearbeiten, aber an sich hast du in die Schützeposition. Aber da ich das diese dummen Käfer halt in deinen Sachen reinspawnen kannst, du das nicht vorher. Obwohl, eigentlich sollte sowas kommen, dass man das sieht vorher, dass man das vielleicht verhindern kann. Aber die spawnen halt mittendrin. Jetzt steht ein ganzes Lager voll mit, also in den größten Raum halt. Oder hier den Aufenthaltsraum, der bei mir echt zentral wäre, stehen halt voll mit irgendwelchen Scheißkäfern, die sich halt durch die Wände durchhacken. Das ist halt dann echt dumm. Da kannst du auch wenig gegen machen, außer alles abfackeln. Und das alles abfackeln scheint irgendwie auch nicht so gut zu funktionieren. So, unabhängig davon, was ich würde ich eigentlich gerade argumentieren, dass ich eine Prothese herstellen könnte. Ich weiß zwar nicht, an welchem Tisch, aber irgendwo geht das hier. Wahrscheinlich nicht im Shining Table, oder? Doch. 40 Steel and 4 Components. One Prothetic Arm. Braucht Crafting 5. Okay, ich habe Crafting 5, also das ist zwar nicht viel mehr, aber wir versuchen das mal. Was? Prothetic hört? Hart? Ernsthaft? Ich kann eine Herzprothese herstellen? Ja, ich versuche mal einen Arm herzustellen. Das ist, glaube ich, das Beste. So, jetzt ist die Frage. Jetzt brauche ich Crafting Skill 5. So, es braucht 40 Steel, 4 Components. Also, die 4 Komponenten sind echt viel. 1. So, ich glaube, Turtle wird wahrscheinlich seinen eigenen Arm nicht herstellen. Ich glaube, Goku hat das, oder? Also meine Leute sind alle in Crafting mies. Nee, er gönnt. Bray, boah, nee, wo nicht. Stin? Nee. Turtle ist der Typ, der Crafting 5 hat. Ja, Turtle, denn in deinem eigenen Selbstinteresse bau doch mal einen Arm. Ich weiß nicht, ob die Qualität des Arms fehlen kann. Das Ding ist halt. 5 ist halt echt wenig. Er kann doch echt wenig tragen, oder? Wie lange dauert denn das? Was geht noch?
Von der Operation muss der zwingend von Steff. Oh. Die Projektion muss, das muss da dringend von Steff durchgeführt werden. Eigentlich habe ich eigentlich keinen Arzt, der so eine Prothese wirklich anbringen kann. Auch zu laden, zu speichern, wäre halt auch irgendwie ein bisschen schummeln. So, ich denke mal, Precision Rifling, Autocannon Turret. Das Ding ist halt, Gas Operations zu erfinden, bringt halt gar nichts. Für den Moment. Es ändert halt nichts. Weil, dann habe ich das halt. Aber ohne Microelectronics bringt, macht es halt auch. Ach, ich erforsche, dass es einfach damit weg ist. Aber an sich ist es eigentlich hohl. Es wäre besser. Ja, es ist. Hör ich mir ja nicht selber zu. Natürlich ist es besser. Vor allem, wenn ich Mikroelektronik schon angefangen habe. So, dann können wir eigentlich in der Zwischenzeit schon mal hier die Heizung anmachen. Schon mal den. Obwohl der ist sowieso bei 18 Grad. Den Prothesenraum aufwärmen. Da macht hier nicht keiner die Heizung an. Was soll denn das hier? Was denn das denn ganzes ist? Denn, wir müssen mal reden. Du musst ja mal aufhören zu kochen. Dann sollst du hier mal ein bisschen was. Mach hier mal auch ein bisschen. Stell dir hier mal ein paar Bögen her. Du musst besser im Crafting werden. Damit hier nicht der komische Turtle mit seinen anderthalb Armen immer noch die Sachen herstellt, weil das geht so nicht weiter. Es ist halt so sehr. Ist ja nicht lächerlich, wie das Minecraft, wie das Skyrim Crafting ist. Poor, awful. So, okay, Prosthetic Arm ist fertig. So, Jüdi. Dann hat Turtle jetzt einen Arm hergestellt. Dann, mein lieber Turtle, kannst du dich direkt schon mal anpacken. Da jetzt. Rechter. Wir wollen ein prosthetischen Arm an der rechten Schulter installieren. Genau. So, dann geh nochmal essen und setz dich ins Bett. Genau, und jetzt macht Steff die Operation. Weil Steff hat ja. Wir sollten vorher speichern. Vereinigt das. Wir speichern nicht vorher. Wir nehmen das einfach so hin. Egal was passiert, dann ist Turtle halt am Arsch. So. Dann. Steff? Scheiße, kochen wir operieren. Hey, a beautiful aurora is lighting up the sky. Sun dilating colors boost the mood of anyone outside to see them and makes the night brighter. Schön. Ich sollte übrigens bei Stim mal langsam den Auftrag hier löschen, sonst kriegt der, glaube ich, hier. Ja. Turtle. Ach Quatsch, das ist nur der Arm, was soll passieren? Das hier steht ja eigentlich wirklich auch nicht. Also den Arm gibt's. Ah, ist nur lange inspired surgery. So, es hat geklappt. Ich habe Anesthetics. Wo habe ich denn die her? Gut, dass ich die hab. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich die irgendwann mal hergestellt habe, die Anästhetika. Aber gut. Wenn ich die angeblich habe, dann habe ich die bestimmt. So, gut. Das heißt, der gute Mann hat jetzt an der rechten Schulter jetzt einen Arm. 50% Effektivität ist halt kein bionischer Arm. Ne? Ist halt jetzt nicht das 0 plus Ultra. Was willst du machen? Creation deprived. Ja, Junge, du hast gerade einen neuen Arm gekriegt. Also wirklich. Moving none? Achso, war ja nicht bewusst bei Bewusstsein. Okay, werden wir mal sehen, wie er. Ich meine, das sind 50% mehr Effektivität als die er vorher hatte, sag ich mal. Komische Vulkan, obwohl, das Ding ist, ich glaube, das ist hier relativ easy Mode, die Landschaft, in der ich hier gerade bin, weil das ist zwar vulkanischer Winter, aber ach, der ist ja immer noch da, der Typ hier mit seinen beiden Doppelglaukomen, nicht Doppelglaukomen, sondern Katarakten. Ach, der lebt von den Pflanzen hier. Beautiful Aurora. Eight without table, soaking wet. Was passiert denn? Was passiert denn, wenn ich dir eine Hütte baue? Nimmt der die? Wenn ich jetzt hier irgendwie, keine Ahnung. Hier jetzt ein Bett hinstelle. Das ist, na gut, gegen das Licht kann ich nichts machen. Das kann ich nicht ändern. Ich könnte auch einen Tisch reinstellen. Warte mal, den kleinsten Tisch, den es hier gibt, ist der hier. Zip. Dining Chair. So. So. Oh, Aurora's Ending? Das ist schlecht. Warum brauche ich noch einmal so viel Energie eigentlich? Turtle, mit deinem neuen Arm kannst du direkt mal den Schalter da umlegen. So. Das müsste meine Stromprobleme nicht lösen. Das ist vor allen Dingen ein selbstverstärkender Zyklus, fällt mir gerade so auf. In dem Moment, in dem das zu kalt wird, in dem die Energie sinkt, wird es ja auch.
der Raum hier auch wärmer, warte mal. Apropos, wir müssen hier mal Kühlanlagen einbauen. Ich will diesen komischen Raum wirklich auf minus 50 Grad haben. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ah, Fresel baut das auch mal wieder. Das ist. Wenn Fresel das baut, dann. Sag mal, bist du doof? Nein, Goku, lass die. Das ist halt so dumm. Weißt du, er rennt jetzt weg. Er rennt jetzt weg und holt jetzt Holz ran. Das gleiche Holz, was da draußen rumliegt. Achso, Shopwood, das wird vielleicht machen, das kann man die. Jetzt druckt das Holz weg! Das gleiche Holz, was jetzt. Hat Friesel gerade Holz geholt? So. Ja, ein Stück Decke fehlt dir noch. Friesel, baust du bitte mal eine Decke da? Jetzt. Relaxing socially? So. Jetzt müssen wir die Zone wegnehmen. Ich soll clear home area. Das ist übrigens ein Holzbaum, ein Holz, Dingens. Also beim nächsten Waldbrand ist das sowieso weg, das Ding. Okay. Good. Good. Jetzt bin. Oh! 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 Davon habe ich gar nichts gehört. Ja. Alles der Fuchs. Jetzt habe ich den gerade eine Holzhütte bauen wollen. Jetzt ist der Typ tot. So ein Elend. Na gut, dann bauen wir wenigstens einen Grab direkt an der Wand der Holzhütte. Das ist ja ärgerlich. Oh. Also, er ist vor allem vor 8 Stunden gestorben am Wag. Ich hab's nicht mitgekriegt. Swag nipped Gakum wound in his left foot. Swag used her powerful left claw to cut Gakum wound in his right leg. Swag. Das war kein großartiger Kampf. Tja. Ja, Reste Pepperonis. Er ist 24% seiner Körperteile. Na gut, vielleicht der nächste. Ah da! Bui! Jetzt kann ich dir die da nicht begraben. Doch, ja. Warum begräbt er den? Ist es dein Ernst, Bui? Wirklich? Also, Bui trägt jetzt die Leiche, so dass sie jeder nochmal sehen kann, durchs halbe Dorf und trägt sie dann wieder zurück. Das verstehe ich auch nicht. Warum ist denn das so ineffizient? Weißt du, statt die Leiche halt sofort wegzubringen? Sag mal, jetzt hör auf da zu essen! Ist keine Heimat. Weg da. Nur weil da ein Tisch steht, ist das. Das ist übrigens der tödliche Wag, den ich vielleicht mal, wo ich das hier so sehe, vielleicht mal durch mal niederschießen sollte, wa? Warte mal. Fresel hat doch noch ein Shooting. Hat doch noch ein Shooting Inspiration. Wie gut ist denn der so generell im Schießen? Achso, ja, doch so gut. Na gut, dann lassen wir das über. Rock ist, kann aber schießen. Turtle kann. Turtle hat auch ein Jagdgewehr. Und Steff. Na gut, dann, Ah, Turtle hat jetzt ja auch wieder seinen Roboterarm. Der kann jetzt loslegen. Dann werde ich mal, glaube ich, diesen Wag da erschießen, weil sonst, Achso, ich muss den vielleicht erstmal zum Abschluss freigeben. Nicht? Hä? Warum kann ich den Wag nicht... Nee, ihr beide bleibt mal schön hier bei Rock. Wir brechen das mal kurz ab, wir machen das morgen. Oh, ups. Front left leg. Ja, so wird das Gigantit nicht sterben. Na, man hat Turtle wieder einen Arm. Siehst du, wie geht's ihm jetzt eigentlich mit seinen tollen neuen Armen? Slap in the cold? Warum das denn? Ich hab da extra die Heizung. Achso, die. Ach ja, so kalt ist das eigentlich. Das sind so 15 Grad. Warum geht hier eigentlich der Sturm nicht an von dem Ding? Oder ist das so nicht verbunden, das Ding? Warte mal. Ah, okay. Some sort of size. Great, it's a landscape. Wir können das. Okay, but.
Many of the Raccoons. Es gibt, glaube ich, genau ein. Oder? Oh ne, es gibt zwei. Na gut. Ist jetzt schlecht. Obwohl, meine Geschütze sind ausgeschaltet. Das heißt, es ist gar nicht so schlimm. Außer, dass meine Basis hier an der Seite offen ist. Wem ist hier ein Autohaus? Ja, das wäre irgendwie. Okay, es gibt mindestens drei. Lol. Das muss ja so enden. Will noch jemand von euch in die Fall? Ja, lol. Also zwei von den Viechern haben sich schon durch. Oh, hier ist ein Eichhörnchen. Was? Ist das nächste Vieh in eine Falle gelaufen? Ja gut, das ist. Nein, nicht durch diesen. Nein! Oh. Moment. Also ernst, ihr sollt dieses Scheißvieh kaputt machen. Vielleicht nicht unbedingt mit der Waffe in der Hand, aber. Wie schwer ist ein Rock verletzt? Scratch, Spooks, na gut, das ist. Waschbären scheinen jetzt nicht so schlimm zu sein. Playtime, ja. Ist natürlich rockverletzt. Es ist da wieder kein Licht an den Raum. Ach. So, jetzt hier 21 Grad. Also, das ist. Für Mist geht natürlich wieder, gehen natürlich wieder die Heilvorräte alle, ne? Das ist auch ein logistisches Problem. Also, was ist logistisch, aber. Da ich das Zeug ja nicht importieren kann, ist es wohl eher nicht ein logistisches Problem, aber es ist halt irgendwie trotzdem ärgerlich. Hä? Das ist ein Berry. Das sind alles Bärenbüsche? Haben wir hier irgendwelche Heilwurzelpflanzen? Was ist jetzt eigentlich der Problemwag? Da musst du ja noch rumrennen und nicht. Da hinten ist hier eine Menge Blut. Da ist der Problemwag, der muss sterben. Also, jetzt, also nicht aus speziellen Gründen, aber hey, das ist Gold. Gold! Der Problemwag. Also ich muss ihn dann so kaputt schießen, dass er innerhalb von ein paar Stunden verblutet. Das andere ist mir ja egal. Warte mal, Rock, das ist ja eigentlich nicht weiter schlimm, was du da hast, oder? Warte mal, hier Friese, Dings, der Turtle. Jetzt geht das Vieh in Deckung. So. Zum Abschluss freigeben. Rock. Rock, du sollst dieses Vieh da kaputt hauen. Oh nein. Oh. Okay, gut. Dass es so ideal läuft, hätte ich jetzt nicht gedacht. Lauft. Läuft. Oh. Hallo Horn. Chat kaputt. Na, das ist nur sehr inaktiv. Vorhin war Rock da. Er lässt schön grüßen, glaube ich. Oh, 16 Zuschauer? Die WMXLT. Das sind aber mehr als 6, denn? Ah. Immerhin etwas. So, Rock, der Pflanzen-Nahkämpfer-Arzt ist fully healed. Das ist ja schön. So, hat Sinn jetzt eigentlich mittlerweile ein paar Bögen hergestellt? Oder ist der immer noch mit Kochen? Ja, das ist. Wenn ich den nicht befehle, kocht er halt nur den ganzen Tag. Das ist ja irgendwie kein haltbarer Zustand. Warum habe ich hier eigentlich die ganze Zeit die ganzen Fliesen vergessen? In den Zwischenräumen, das sieht halt mega hässlich aus. Was ist denn das hier für ein Zustand? Was? Hat das kaputt gespielt? Ich spiele viele Sachen kaputt, aber nicht den Chat. Das wüsste ich. Kann ich das Ding jetzt überhaupt hier so bauen? Echt nicht! Das ist ja dumm, dass mir das Spiel verbietet, dass ich da bauen kann. Weil beide Seiten erstmal offen sein müssen. Vielleicht möchte ich nicht meinen 46 Grad kalten Kühlschrank aufmachen? Worauf schießen wir? Und wer vor allen Dingen? Rock. Okay. Rock, worauf schießen wir? Ach, okay. Darauf. Das ist okay. Warte, ich glaube, ich mache mal kurz meinen Kühlschrank auf minus 5 Grad nur. Da
Das ist nämlich daran arbeiten nicht so schlimm. Also, dann brauche ich nämlich zwei Holzwände. So, mal hier. Ich war schon seit langem an einer Lösung für meinen Trackmania-Play. Tja, spiel doch einfach Rimworld, das ist eh viel einfacher. Bis? Friesel kann das Ding durch die Wand abreißen? So, gut. Wie können wir das machen? So, können wir jetzt hier zwei Kühlanlagen bauen, ja? Warum liegt denn da eigentlich kein... Sind die Dinger jetzt schon mal Kabel? Ne, verstehe ich nicht. Power, zack. So. Was ist nebenbei? Ist nebenbei für deine Lösung für dein Wikipedia-Problem? Also ich kann sehr empfehlen, rauszugehen. Ich hoffe, ich habe die jetzt richtig rum. Aha. Nein, ich habe die falsch rumgebaut. Abbruch, Cancel. Ich kann sehr empfehlen, rauszugehen und sich einfach mal hinzusetzen. Ich habe das. Ich programmiere gerade so ein bisschen was auf Arbeit zusammen, wo ich wieder Zweifel an dem ganzen Projekt habe, mal wieder heute gekriegt habe, weil ich hatte heute so ein tolles Meeting, wo Leute da waren, die sowas professionell machen. Und da habe ich dann erstmal gemerkt, wie wenig ich eigentlich weiß, ob ich wenig ich kann. Das ist echt deprimierend. Long story short. Ich saß dann neulich im Lager, da haben wir so einen Holzbearbeitungstisch. Also so eine Werkbank steht da so ein bisschen rum. Da saß ich dann, hab erstmal, glaube ich, eine halbe Stunde kontempliert, wie ich das am besten mache. Das hilft echt. Einfach mal sich irgendwie wegsetzen. Oh, guck mal, tu dran. Einfach mal ein bisschen wegsetzen und Sachen machen. Da hinten ist noch ein Kuger. Auch sehr gefährlich. So. Die Konst. So. Warum auch immer eigentlich Kühlanlagen ab Standard auf 21 Grad eingestellt sind. Ich meine, das ist eine verdammte Klimaanlage. Na gut, das andererseits. Ach, naja, gut, doch, wenn man warm wohnen muss, bräuchte man hier. Ich habe übrigens immer mal gelesen, dass. Was ist passiert? Yay, der vulkanische Winter ist vorbei. Pünktlich zum Sommerende. Ich hab fast also nicht, ich nicht bekommen, welchen Turnierveranstalter fragen, ob sie seine Schilder selber platzieren können. Was, deine Schilder? Das Problem ist, dass du die Schilder auf einer Strecke nicht stellen kannst, oder wie darf ich das verstehen? Das klingt jetzt erstmal nicht so kompliziert. So jetzt, so initial. Aber das ist ja bei vielen Sachen so, dass es erstmal nicht kompliziert klingt. Sag mal, verbringt Rock gerade die Nacht damit zu ballern? Oh ja. Rock hat erheblich, hat erfolgreich ein Truthahn des Nachts gejagt. Schön. Kommt jetzt die Baute leer? Achso, die habe ich ja. Jetzt rasten hier noch die. Oh. Wie viel gibt's denn davon? Stehen die Fallen wieder? Es ist übrigens gut, dass die Viecher immer nachts ausrasten. Da haben die wenigstens gute Chancen in die Fallen. Okay, da ist schon das erste Vieh eine Falle gefunden. Hier ist noch? Steffers Experience and Inspiration. She will shoot more accurately for the next 8 days. Das ist schön. Das ist diese verdammte Nacht. Das ist immer herrlich. Oh. Das wird mir erheblich. Ich glaube, ich muss echt mal. Ich muss mir mal vernünftige Türen kaufen hier. Das ist ja. Das ist die Außentür, soll ich vielleicht durch Metalltüren ersetzen. Aber die gehen wieder schwerer auf. Na, ist doch doof. Würdest du bitte in deine Falle raufen, du komisches Drecksvieh? Hä? Wo ist das hin? Ich glaube, ich brauche da unten mal eine Tür. Ich brauche da unten definitiv eine Tür. Wir bauen eine Tür. Und zwar eine aus Jade. Nee, eine aus Stahl. Oh, meine Fresse, Alter. Wirklich. Hier, Schluss mit Sex. Angriff. Turtle, du darfst das Vieh auch gerne an... Achso, na gut, das ist gut. Okay. So, Turtle, was hat er denn? Ins linke Bein hat er sich beißen lassen. Hättest du nicht deinen prosthetischen Arm hinhalten können? Das wäre erheblich besser gewesen. Na gut, egal. Wo war ich? Ach ja, ich wollte eine Metalltür bauen. Was? Checkliste nachts Truthahn schießen? Ja, das macht man ja so, ne? So gerade nachts, wo man so ein Truthahn bestimmt auch gut jagen kann. Der quasi aussieht wie ein Busch. Stehst du auf, denkst du so, heute. Heute erschießt den Hut an. Gibt ja viele Tage wie diesen, aber. Bulk Good Trader. Ich glaube, bei dem werde ich mein überschüssiges Essen los, oder?
Wenn jetzt wieder der vulkanische Winter vorbei ist, könnte ich eventuell vor... Wie lange geht denn das noch? Der Sommer geht bis... Warte mal, wie lange wächst das hier? Es wächst bis zum 11. April, Mai. Der ist es jetzt gerade Dezemberi. Das ist noch also ein Monat und wir sind am 15. Also habe ich noch 20 Tage. Die Kartoffeln sind, der Reis ist bald fertig. Das Korn ist fertig. Die Baumwolle ist auch fertig. Boah, das ist ja nicht keine ab. Ich habe doch genug Platz eigentlich für so einen Spaß. Also an und für sich ist hier alle gut. Also die Batterien sind auch wieder, ne? Warum sind die ja nicht, mit dem Netz verbunden? So, okay, das Friesel ist nicht mehr inspiriert, zu rumzuballern. Das ist natürlich sehr schade. Friesel, was ist hier eigentlich mit der... Achso. Sehr gut. So, was ich Tonarbeiter? Expansion. So, und dann kann ich da jetzt eigentlich... Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, den Raum auf 60 Grad runter zu kühlen, oder? Kann ich das überhaupt? Das sind jetzt 5 Kühlanlagen. Also die Überlegung hinter diesem Raum ist, dass der halt so tief gekühlt ist, dass selbst wenn ein Stromausfall ist, ein 1TG oder so, der Raum halt eiskalt ist. Aber es gibt ja in diesem Spiel keine Kühlakkus. Das ist sehr ärgerlich. Sonst würde ich irgendwie in der Mitte vom Raum so 3 Kühlakkus bauen, der wäre auch gut. Also halt irgendwelche Sachen, die hier irgendwie kühler halten. Also irgendwie so, keine Ahnung, große Eisblöcke. Wenn es sich hier ausbreiten würde, müssten eigentlich große Wassertanks ideal sein dafür, oder? So, dann müssen wir erstmal, wer ist denn hier? Irgendjemand war doch hier so eine richtige Sozialsau. Du schon mal nicht. Ah ja, Goku war's. So, Goku, red doch mal mit Abe. Handel mal, hol mal einen guten Preis. Vielleicht haben die noch 3% Skonto oder so. Das ist der Lieblingssatz von meinem Chef. Immer wenn du was kaufst, was ein bisschen teurer ist. Naja, nee, ja gut, dann Herr Bonner, machen Sie es so. Aber fragen Sie noch, ob wir noch Skonto kriegen. Jedes Mal! Das muss schon lachen, wenn er das sagt. Ich glaube, er muss selber lachen. Aber ist ja nicht verkehrt. Ist ja nicht verkehrt. So, verkaufen wir erstmal 1000 davon. Wie viel hat er überhaupt bei? Warte mal. Minus 1000. Ich hab's auch gar nicht. So, minus 1000. So, gut. Kibbel kann er behalten. Bullen. Large domestic Ungar loot cows have been bred for millennia. Produce huge amounts of gold. They are exceptionally gentle creatures and will never seek revenge, no matter how many times they are harmed. Most of them are so adapted to farmers that they cannot survive in the wild. Großartig. Huskies sind, glaube ich, intelligent und können Sachen umhertragen, ne? Wo steht denn hier Intelligenz? Das war da irgendwo. Trainable at once. Ich bin versucht, einen Husky zu kaufen. Das führt mich wieder zu den Problemen mit dem Fleisch. Aber Huskies können Sachen mehr tragen. Was halt ein großes Plus ist. So, was haben wir denn hier noch? Schön, irgendwie los. Ich habe hier jede Menge schlecht qualitative T-Shirts, die mir das Lager voll liegen. Die vorhin kurz vorm Auseinanderfallen sind. Da kriege ich zwar nicht großartig Geld für, aber ich kriege Geld dafür. Und das ist halt schon mal mehr, als ich sonst dafür kriege. So, Davis Trend T-Shirts. Na gut, das ist bei denen, Klamotten einzukaufen, ist vielleicht ein bisschen teuer. Gut, der ist verpor, aber den würde ich trotzdem noch nehmen. So, warte mal, die haben. Ich habe das Fleisch. Schade. Doch, die haben auch Fleisch. Cougar Meat. Wer zur Hölle geht dann bitte schon raus und fängt an. Cougars waren die Panther, ne? Waren Cougars Panthers? Ich glaube. Wer geht bitte schon raus und denkt so, ich brauche Fleisch? Was wagen wir denn hier? Wir haben hier Alpakas, wir haben hier Ratten, wir haben Truthähner. Wir jagen Cougars! Ich glaube, es war ein Panther, oder? Nee, ein Puma. Na gut, close enough. Hallo Tigerblut. So teuer wie diese Klamotten. Es sind wahrscheinlich auch Markenklamotten. Wir stellen die selber her. Wir machen das off-brand, wir machen das hier. Das können wir auch selber machen, das ist gar kein Problem. Ja, wirklich. Vor allen Dingen ist es so unendlich viel. Das ist ja nicht nur ein verdammter Puma, das sind so ungefähr 10 Pumas an Fleisch. Wir kaufen alles. Dann müssen wir noch was bezahlen, aber ist kein Problem. Wir haben hier noch Kartoffeln. Nee, will ich die verkaufen? Nicht wirklich. Die Kartoffelernte steht an, ne? Ich kann dir was schenken. Was gibst du so Black Spider Comfort? Ich muss gleich kurz gucken, ob die Black Spider Comfort, ob die mich mögen. Die Ernte steht ja an. So, Reis. Ich habe einen anderen Mist, den ich verkaufen kann. Das Kibbel werden wir jetzt vielleicht brauchen. Ich könnte mein Holz verkaufen, aber aus Erfahrung weiß ich, dass wenn ich anfange, Holz zu verkaufen, fällt mir 3 Minuten später wieder ein, dass ich Holz dringend brauche. Dass ich noch nie sowas dringend gebraucht habe wie Holz.
Ich könnte Leder, was ist ein Plain Leather? Tanned, dried, scrapped skin. A good tradition material. Es ist einfach. Welches Vieh droppt denn bitte schon ein einfaches Leder? Also, das ist ja. Ach so, das Spiel unterscheidet nicht, wo das Leder herkommt. Pantera Fur? Harvest from a big cat. Ach so, also, es ist nicht ein Tier, sondern das ist einfach. Ach so, bitte. So, gut. Ja, gut, die haben auch billige Klamotten da. Also, ist ja nichts. Zum Beispiel hier so eine ganz einfache Stoffhose kostet auch nur 30. Ich könnte hier eine Steelplate Armor kaufen bei den Freunden. Warte mal, werde ich da bedienen meinen Tisch los? Nee, leider nicht. Die sind nicht willens, meinen 2x1 Meter großen Schmiedetisch zu kaufen, der mit einem reingehängten Ofen. Das wäre ein absolutes Rätsel, warum nicht keiner kaufen möchte. Ich kann Uranhelm bei denen kaufen. Wir machen das immer so. Achso, Spider-Compra sind die mich sowieso, die wieder auf Null zurückfallen, oder? Also die hassen mich nicht, aber die werden auch nicht... Die werden nicht mich auch nicht vor alleine hassen, also bringt das nichts, denen was zu spenden. Wenn das so eine Fraktion wäre, die gerade, wo meine Beliebtheit runter... Kugels und Pumas eins. Jaguar, das war aber falsch, Steff. Gut, dass ich den Chat nicht lese und mir das selber nachgeguckt habe. Könnte ich selber falsch sagen. Ein Tigerblut ist mir gefolgt. Das ist eigentlich ein relativ reiner Name. Also, in dem Sinne, dass es halt nicht XXX Tigerblut XXX 73 ist, sondern halt wirklich nur Name, ohne irgendwas dran. Das ist ja halbwegs selten, ne? So, unabhängig davon, hab ich schon gesagt, die Ernte läuft gerade. Achso, wir haben jetzt ja einen Husky. Moment, den muss ich dir direkt mal beibringen. Du bist ein Fleischfresser, du lieber Husky. Der heißt übrigens Valerie. Valerie! So, warte mal, wir müssen auf jeden Fall irgendjemanden dazu bringen, diesen Vieh was beizubringen. Das wird schon 100 Jahre dauern. Ja, deine Trackmania-Erklärung wollte ich gerade lesen. Ich wurde dann abgelenkt, weil mir eingefallen ist, dass ich den Tier beibringen sollte, nicht wie... Was, Social Drugs? Nee. Das fällt hier aus. Drogen sind schlecht, Freunde. Winter? Ja gut, eigentlich können die jetzt anything tragen. Das muss ja nicht mal Winterklamotten sein. Wo ich nicht weiß, was sich dadurch ihre Kleidung überhaupt ändert. Ja gut, der Parker ist wahrscheinlich nicht drin. So, also in meinem Raum hier sind es übrigens immer noch nur 42 Grad. Trotz der Tatsache, dass ich jetzt jede Menge Energie in den Oculus haue, kriege ich den Raum nicht unter 40 Grad gekühlt. Ja, wenn ich das nicht kann, dann machen wir das halt auch nicht. Kühlen wir den halt der Zieltemperatur nur 40 Grad, dann müsste es vielleicht nicht ganz so viel. Das muss man noch hinbekommen. Ich will das kaufen, wenn wir 20x drin sind. Nein, du machst ja, wenn dann, nicht 20x, das sind nur 6x. Also wir können das zum Beispiel hier mit, Energiemangel. Ist das kritisch? Genau, wie ich schon sagte, dadurch, dass der Raum jetzt minus 40 Grad hat, kann hier ruhig ein bisschen der Strom schwanken, ist nicht weiter schlimm, weil das ist ja egal. So, warte mal, hier, nee, du machst das ja, XXX. Der, Kühlschrank, bitte. Habe ich das hier noch? Fehlt natürlich noch eine Zahl. 1993. So. Ja. Jawohl. Ein guter Name für eine Zahl. Ja, genauso meine ich das. Ah, schön. Also was habe ich Spaß. Machen wir jetzt eigentlich als nächstes. Wir sind ja relativ, also eigentlich prinzipiell, solange hier nicht kein Angriff kommt, stehen wir jetzt eigentlich relativ safe. Ich meine, ich könnte noch mehr Türme bauen. Warum zur Hölle liegst du da draußen rum? Hat er kein Bett? Doch, er hat ein Bett. Kommt er ja nicht ran? Doch, er kommt da ran. Aber er beschwert sich bestimmt wieder, dass er wieder Darkness? Ist es sein Ernst? Er liegt draußen auf einer Sandsackbarrikade, zusätzlich muss ich noch sagen, neben den frisch gewachsenen Baumwollpflanzen und neben einer relativ tödlichen Bärenfalle liegt er draußen, guckt in den Himmel und denkt sich so, jo, es sind 17 Grad. Es ist dunkel. Oh nein. Er könnte ja auch reingehen. Aber nein. Unterbrochener Schlaf. Na gut, vielleicht hat er Schlafmangel. Das wissen wir jetzt nicht. Er ist extremely comfortable. Das ist ja schön. Also der Beauty-Wert ist niedrig. Ich glaube, ich muss noch mehr Gold. Ich muss noch mehr Goldsäulen aufbauen. Oh, was? Bandit Camp Request. Crying Cross of Doria sent us a message. Nearby Camp. 3 Gegner. Wenn wir das schaffen, dann geben wir uns einen Schildgürtel und 485 Tale, ist uns egal. Und wir haben 27 Tage Zeit. Ja. Oh, die Bögen sind, glaube ich, fertig, oder? Ah, fast. Wie gut ist ein Stin, will er denn herstellen, nachdem er jetzt hier seine... Was, der hat immer noch nur Crafting 2?
Er hat bald Crafting 3, wenn er weitermacht. Hör auf zu kochen, du sollst hier Bögen herstellen. Aber ich glaube, wir brauchen noch ein paar mehr. Ich brauche dringend einen Waffenhändler, bei dem ich die ganzen Bögen einkaufen kann. Also für eine Klappe brauche ich was? Das Spiel hält an, oder? Das Spiel hält an, wenn ich im Menü bin. Okay, gut. Das ist schlimm anzusehen. Nichts ist das. Also ich würde auf Steffs seine Trackmania-Klinge schreiben. Also, es gibt Schildtafeln, die man auf Strecken platzieren kann. Es gibt die Möglichkeit, eigene Bilder und Grafiken einzubauen. Diese Grafiken lassen sich gar nicht direkt in die Map integrieren, also werden die Locator und Cloud-Speicher verwendet. Der Locator liegt nur so auf die Tafel führen. Das ist, wenn die Locator nicht in die Map eintreten, damit die Schere für andere schwarz bleibt. Liegt's vielleicht am Cloud-Speicher? Hast du mal andere probiert? Ich meine, ich verstehe grob, was du sagst, aber ich kann es halt nicht nachvollziehen, weil ich es noch nie gemacht habe. Es gibt die Möglichkeit, aber es geht nicht. Also, es geht nicht auf deiner speziellen Map. Übrigens, apropos Grafiken. Ich hatte heute ein Meeting, da wurde einfach alles besprochen. Unter anderem, jetzt hat sich doch so eine komische Buberatte selber gesaved. Wirklich? Das ist jetzt die dritte. Also das Spiel möchte, dass ich irgendwie hier lustige... Warum hatten... Achso, weil Stin, wir brauchen weniger Schlaf. Das habe ich dazu gemacht. Auf jeden Fall, da war auch eine Grafikerin bei und die hat so Piktogramme gemalt. Das ist sehr interessant, weil, Bauteile, sehe ich hier gerade. Die können wir gleich mal mitnehmen. So Piktogramme sind ja so eine hohe Kunst für sich, ne? Du musst ja irgendwie eine Botschaft rüberbringen mit einem möglichst simplen Zeichen, dass du auch sehr klein darstellen kannst, aber auch riesengroß. Und das ist halt eskaliert. Also muss es halt irgendwie... es ist ein Vektorbild. Darauf läuft es hinaus. Aber... auf jeden Fall ist mir erst bewusst geworden, wie unfassbar schwer es eigentlich ein vernünftiges Piktogramm zu machen, was eindeutig ist für jeden. Wir hatten dann das Piktogramm, haben wir so angeguckt und alle haben so genickt, ja, das sieht gut aus, das nehmen wir. Und dann kam jemand bei uns aus der Produktion rein, Ancient Danger, oh nee. Und meint direkt, das ist aber scheiße, das finde ich nicht gut und nee, das ist auch nicht gut. Da hatten wir uns gerade auf ein Piktogramm geeinigt, denn das ist die Person, die das tatsächlich arbeitet, was das Piktogramm darstellen sollte, gleich so, nee, das geht gar nicht. 5 Minuten lang erklärt er hier das so und so und dann irgendwann war es dann klarer, aber trotzdem. Das passiert bei anderen und ich habe generell ein Problem damit. Wie gut kann man Trackmania in der VM spielen? Also, Work Frenzy. Schade, dass wir gerade nichts zu bauen haben. Was macht ein Frieser eigentlich den ganzen Tag? Achso, er baut Bauteile ab. Na gut, da haben wir noch mehr. Also, wenn Frieser richtig Bock drauf hat, Bauteile abzubauen, ist gar kein Problem. Wie ist denn seine Laune eigentlich? Der ist immer noch vom Sex hochgehalten, oder? Es ist aber noch 2 Tage. Danach ist nämlich... das ist noch weiter. Also der verliert 60 Statuspunkte. So, und dann hat er aber immer noch... na gut, Sex hält ihn halt hoch. Expectation. Was hätte ich mal? Bonded Animal Colorway Dead. Verdammt, das ist Jailers of Rock's Bedroom. Ist es sein Ernst? Was? I need to have the best one. Ist Rock nicht auch neidisch auf andere Leute ihren... warte mal, war das nicht irgendwie so? Industrious, was macht das gleich nochmal? Global Workspeed, okay. Greedy, genau, warte mal. Rock needs a real impressive bedroom. He gets mood plus if he doesn't get what he want. Und Fresel hat das gleiche, wa? Nee, der ist jailless. Is he waiting to have a less impressive bedroom than someone else? She gets mood plus if any colonist has a more impressive bedroom. Der sagt, Greedy sagt was genau? Achso, er braucht nur einen sehr bald. Also Rock ist es erstmal egal, wie beeindruckend der Raum ist. Hauptsache, er ist beeindruckend. Und Fresel hat das Problem, dass sein Schlafzimmer beeindruckend näher sein muss als jedermanns seins. Das ist ja kein Problem, das können wir ja machen. Wir können ja... sterile Fliesen bringen nichts, oder? Nee. Ich könnte jetzt Goldfliesen anfangen zu verlegen, aber das ist, glaube ich, keine gute Idee, oder? Ich könnte Goldfliesen verlegen. Wie viel Gold haben wir noch? Fragen wir mal so rum. Ich habe noch 104 Gold. Wie viel kostet eine Goldfliese? 70. Na gut, legen wir mal direkt neben Frieses Bett eine Goldfliese. Mehr können wir uns eh nicht leisten. Da habe ich noch mehr als 100 Gold. Nö. So, und dann können wir aber... Sandstone vielleicht bringen Limestones mehr? Marble? Wie viel Marble habe ich denn? Moment, wir können das doch rauskriegen. Wir haben ganze 7 Marble. Wie viel kostet hier einer? 4. Okay, also wir können genau ein Feld machen. Nee, den will ich nicht machen. Ganze? Warte mal, ich könnte aber noch Marble rankriegen. Ist ja kein Problem. Was ist das hier schönes? Limestone. Sieht Limestone schön aus? Was ist das Wort? Ist das Sandstein? Nee, Sandstein ist Sandstone, logischerweise. Ich hab mir alles mitgebracht. Ich werde dann halt... Achso.
alles möglich. Ja, das ist auch ein Problem, was ich jetzt recht schwer nachvollziehen kann, möchte ich sagen. Da ich in Trackmania Map Design nicht so direkt drin bin. Concrete Paved Tile? Metal Tiles. Warte mal. Achso, da steht auch. Nee, achso, das ist das Beauty hier, ist das, was da runter ist. Metal Tiles? Metal Tiles for the Spaceship Look. Sehr pretty and sehr smooth Tile Surface gets the bones for cleanness. Okay, ich könnte also Metal Tiles in sein Schlafzimmer verlegen, ja? Dann machen wir das mal. Und gucken wir uns mal an, wie so der allgemeine Eindruck ist von den Dingern. War nur ein Rand. Es gibt für Programmierer gibt es eine Randseite. Also beziehungsweise eine App. Wie es so als eine App gibt. nennt sich DevRand. Aber ich glaube, für für Trackmania Map Designer eher nicht. So, das ist das Bandit Camp Request. Das ist halt ewig keine Zeit dafür. Wo ist denn das überhaupt? Das ist die andere Seite des Planeten, da wo ich nicht hin möchte. Da. Das Bandit Camp ist gar nicht mal so weit weg. Tonius Bandit. Das ist halt nicht so nah dran, ne? Anderthalb Tage. Also dafür bräuchte ich auf jeden Fall das Survival Meat. Drei Banditen. Ich habe bloß leider aktuell niemanden, der Flag Armor herstellen kann. Ich habe auch nicht die Ressourcen. Ich habe nur noch zwei elf Bauteile. Dafür gibt es das Mania Plant Discord. Also, jetzt können wir mal gucken, wie so der allgemeine Eindruck ist. Also, Marble, Flagstone. Achso, das ist ja auch Flagstone. Ich bin ja auch ein Vollidiot. Warum baue ich denn Flagstones? Ich hätte, wenn, dann hätte ich Tiles bauen müssen. Okay, das können wir direkt wieder abreißen hier. Marble Tile. Weil Flagstones sind ja nur die. Das sind ja diese losen Steine auf dem Boden, die will ja keiner haben. Man stellt sich übrigens die Frage, ob ich das Spiel auf Englisch spiele, wenn ich so tolle Namen wie Limestone nicht kenne. So, wahrscheinlich ist Fresel jetzt noch unzufriedener, weil sein Raum noch unbeeindruckender ist. Nee. Ist er nicht. Das hat schon gerade. Die Goldfliese reißt es raus. Die eine Goldfliese tut's. So, jetzt gucken wir erstmal Limestone. Ich habe nicht vergessen, was es ist. Limestone. Limestone ist Kalkstein. Andere suchten auch nach Gestein, Sandstein, Marmor, Granit, Dolomit. Ich glaube nicht, dass man Dolomitfliesen bauen kann. Ach, Kalkstein. Sehr gut. Ich sollte vielleicht fragen und durch dann Zeit lassen, tatsächlich die Frage zu beantworten. Das wäre vielleicht irgendwie sinnig. Die Natur ist hässlich, wer hätte es gedacht. Diese große rumliegende Steine sind hässlich. Solarzellen haben nur minus 1. Valerie! Hat mein Hund keinen Schlafplatz? Ich könnte eigentlich mal ein paar Hundebetten bauen, oder? Dann ist es irgendwie wichtig, dass die Hunde da schlafen. Die könnten eigentlich auch genauso im Gemeinschaftsraum pennen. Weil solange sich niemand mit dem Pi bondet, ist es ja nicht erstmal relativ egal. Wir bauen mal 10 Boomerloops als große Tiere. Achso, die droppen zum Beispiel leichtes Leder, auch wenn wahrscheinlich alles verbrennt, wenn man sie schlachtet. Was? Nuzzle-Interval? Haufen Öl, Nuzzle, Frantic, Furnace und Average. Most humans find this cute and believes them in a good mood for a period of time. Ach, schön. Also, wenn das Vieh in der Nase ging, nicht regen durch, so. Dann finden das die Leute gut und haben dessen gute Laune. Das macht die Boomerloop alle 5 Tage. Die genetisch gebaute, sondern egal. Wir brauchen ein Animal Bed. So, was kann ich denn alles bauen? Okay, Wolfskin wahrscheinlich eher nicht. Light Leather. Wie viel Light Leather habe ich denn eigentlich? Ich habe 142 Light Leather. Okay, dann können wir daraus 4 Betten bauen. 3. Das wird nicht reichen, deswegen. Like chicken, cats or dogs. Ja, das Sandstone. Ich könnte ja immer noch aus. Was brauche ich meine Wände? Sandstein, ne? Ja, genau. Ich könnte ja mal eine Sandsteinbox bauen. Das liegt ja in meinen Möglichkeiten. Machen wir das mal hier. Ich habe Billardtisch und hier auf der Heizung, genau. Weiß nicht, ob ich von der Boomratte angeschlossen werden möchte. Es ist ja keine Boomratte, das ist ein Boomerloop. Oder das ist eine Boomratte, oder? Das ist eine Boomratte. Achso, mir hat sich eine Boomratte angeschlossen. Warum das denn eigentlich? Warum ist denn das Vieh hier eigentlich? Du bist doch ein Grasfresser, du Drecksvieh.
Weg von den Kibbel. Geh raus und iss mal ein paar Pflanzen. Na bitte, geh doch. Ich weiß das halt auch nicht mehr. Die sind halt genetisch verändert worden. Das ist, um Sprit herzustellen. Weil dann ist 60%. Achso, weil die wieder zurück in die Wildheit verfallen. Ich sollte das vielleicht mit den anderen Viecher auch mal machen. Nicht, dass die mir abhauen. Weil das Ding ist, das Camp Fuel, das kann ich noch ganz gut gebrauchen. Das könnte noch was bringen, sollte man hier. Achso, mir fällt übrigens gerade so ein, ich sollte vielleicht in meinem großen Feld, also ich sollte von meinen Essensfeldern vielleicht mal verbieten, dass da die Pflanzenfresser drauf rumlaufen können. Wo ist denn das hier? Grasfresser. Achso, siehst du, ich habe nämlich das, habe ich zwar schon gemacht, aber halt nicht in dem Umfang. Also nicht alles davon. Das hat die Boomerloop natürlich direkt, oder ist es? Ah ne, er streichelt das. Stin streichelt gerade die Boomerloop. Die Boomerloop ist, die nasselt wie oft? Nie. Hervorragend. Das ist übrigens kein Rudeltier, das Vieh. Minimum Handle Skill 4, Matt. 135 Fleisch droppt das Vieh, wenn man es dann töten könnte, ohne dass es komplett abbrennt. Das ist. Body Size 1,5, was auch immer das heißt. Achso. Also, wenn man das Vieh auf seinen Reisen mitnehmen würde, könnte es etwas tragen. Bis zu minus 15 Grad geht es ihnen gut, den Viechern? Okay. Sind die schneller als oder langsamer als Menschen? Die haben 14,3. Wie schnell ist ein Mensch? Speed. Übrigens, aus Menschen droppen 50 Menschenleder. Gut zu wissen. Lebenserwartung 80 Jahre. Na gut, so lange wird der nicht. Er ist übrigens 1400 Taler wert. Ist gut zu wissen. Stin wiegt 80 Kilo. Na gut, er ist auch der Koch. Das ist keine Überraschung, dass er so viel wiegt. Er droppt 90 Fleisch und er ist kein Rudeltier. Menschen sind keine Rudeltiere. Gut zu wissen. Das interessiert mich alles nicht. Work, Global Speed, blablabla. Smoothing Speed, das ist besonders gut darin. Warum ist er nicht darin so. Achso, weil er Construction kann. Okay. Das ist okay, dass man das ja alles nachlesen kann. Die könnten so nur Kibbel essen. Minus 21 Grad geht es ihm noch gut bei. 4,36, also das ist. Die Boomerloop würde ihm ausbremsen. Nämlich davon. Kann das sein, dass Boomerloop sein. Anscheinend nicht. Okay. Bestimmt auch kein Rüdeltier. Ach, Steff. Du alter Bock. Also die Boomratte stößt mit der Nase ab und zwar gegen dich und macht so. Und ist dann, oh, wie putzig, ist voll süß. Obwohl so Ratten tatsächlich recht süß sind. Warte mal hier. Inspiration ist egal, das ist egal, das ist egal. Rainy Thunderstorm. Thunder? Ich müsste vielleicht mal. Warum liegt denn hier eigentlich noch der Boost King rum? Izzy Kommissar? Achso, warte, Izzy. Ich erinnere mich an Izzy. Izzy war der Penner, der dafür gesorgt hat, dass Turtle seinen Arm verloren hat. Steht das hier nicht noch irgendwo? Ich hab mich super daran erinnert, das war natürlich Lexi. Aber wer war denn Izzy? Ja. Lexi, Izzy? War nämlich dieser Turm, der in die Luft gegangen ist. Ratten können echt die anhängige Haustiere werden. Das ist, ich kannte und kenne verschiedene. Nee, kennt vielleicht nur gerade niemand, der eine Ratte hat. Was wann hat ein Hamster? Siehst du, was ist denn hier eigentlich aus meinem Bodenprojekt jetzt hier wollen? Warum wird denn hier keine Marble-Teil? Weil ich wahrscheinlich keinen Marble habe. Aber ich habe Limestone. Na gut, dann bauen wir halt einen Limestone-Teil. Ist aber auch kein Problem. Das kriegen wir halt. Ich kann Teppich bauen. Wir bauen noch einen roten Teppich, wenn der gut gelingt, und machen noch einen Limestone-Teil. So. Wie sieht denn jetzt eigentlich der Raumschiff? Ach, das macht nur plus 1. Na gut, das ist. Naja. Da hätte ich lieber den ganzen Raum mit Möbeln vollstellen können. Das wäre besser gewesen. Echt, diese Tiere hatte man zwei. Na, siehst du. Gute Tierchen. Schön.